Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der vor einer Woche vorgestellte schmusige Katzenvater muss es noch eine Weile mit seinen spielsüchtigen Töchtern aushalten, denn er hatte bisher leider keine Interessenten. Vielleicht ändert sich ja in dieser Woche noch etwas für den schönen Mischlingskater, der so gern mehr Ruhe und ein eigenes Revier hätte. Heute geht es wieder um Kätzchen, von denen es im Moment eine ganze Menge in der Arche Noah gibt. Die beiden Katzengeschwister wurden Ende Februar auf einem Firmengelände geboren und mit der Mama zum Tierschutz gebracht. Nun sind sie groß genug, um bei lieben Katzenfreunden ihr Leben ins aufregende Katzenleben zu starten. Die beiden niedlichen Racker sollen gemeinsam vermittelt werden, weil sie sehr zusammenhalten. Das getigerte Kätzchen mit weißem Pfötchen und Latz ist ein Katerchen, das silbergetigerte ein Mädchen. Beide wurden in der Arche Noah schon gechippt. Natürlich sind die zwei äußerst traulich und sehr verspielt. Für sie ist es egal, was für Katzenfreunde im neuen Zuhause leben. Es geht alles von der Einzelperson bis zur Familie mit Kindern. Die Hauptsache ist, sie können ihre neue Welt gemeinsam entdecken. Nach einer Eingewöhnungszeit können sie auch Freigang genießen. Das darf allerdings nur geschehen, wenn ihr Revier nicht an einer stark befahrenen Straße liegt. Sie können auch Wohnungskätzchen werden, denn zu zweit wird es für sie nicht langweilig sein. Die Hauptsache ist, dass ihre Menschen ihnen ein sicheres, interessantes Katzenleben schenken. Mit den zwei kleinen, süßen Fällchen wird es auch für die Menschen viel interessanter und freudiger im Lebensalltag.